Was geht ab, meine Freunde? Wadi wieder am Start und wir spielen heute eine weitere Runde Blocks Fruits. Ich bin mal wieder unterwegs auf meinem normalen Account und wie ihr sehen könnt, ich habe Liebe bis zum Ende durchgelevelt. Ich habe also jetzt jede Attacke zur Verfügung und ich habe noch was Neues, für mich Neues. Wahrscheinlich die meisten von euch wissen es, aber für mich ist es was Neues tatsächlich herausgefunden, dass ich jetzt ein bisschen abusen möchte. Und für alle, die es noch nicht wissen, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Hier ist der Graf. Aktuell natürlich noch nicht so viele Abonnenten, wie ich es gerne hätte. 12.000 an der Zahl hätte ich ganz gerne am Ende des Jahres. Und 80% von euch sind eben noch keine Abonnenten. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. So, jetzt lassen wir einfach mal das beiseite. Ich nehme jetzt einfach mal eine Waffe, keine Ahnung, das Schnitzel. Das Schnitzel habe ich nämlich noch nicht gelevelt. Mastery 0 oder 1, ne? Ist ja nicht 0. Und dann rufe ich einfach mal meinen Super Friendo. Das ist die Attacke, die ich mit V gekriegt habe. Bums, da ist er. Zack, der greift den jetzt an. Ich mache hier einfach ein paar Attacken mit, damit er nicht so schnell down geht. Und das Lustige ist, zack, der levelt für mich einfach mal mein Schwert. Ich weiß, die meisten von euch wissen das sicherlich schon. Und die meisten von euch haben das auch sicherlich schon gesehen. Aber ich persönlich finde das insane, weil ich dadurch natürlich jetzt einfach mal eben alle meine Schwerter so hochleveln kann, dass ich die auch wirklich benutzen kann. Wisst ihr? Und das finde ich natürlich insanest. Insaneste. Dafür muss ich halt gar nichts machen. Ich muss hier nur stehen und chillen und warten und den einfach machen lassen. Und irgendwann, wenn der fertig ist mit seinem ganzen Kram. Oh, der hat jetzt ein bisschen auf den Sack gekriegt. Das heißt, ich warte kurz auf meinen Super Friendo. Der, wie ich erst gedacht habe, der letzte Charakter ist, den man gekillt hat. Aber es ist ja tatsächlich einer aus der Freundesliste. Das finde ich insane lustig, dass das ins Game oder ins Game geschafft hat, weil ich es wirklich funny finde. Weil der übernimmt einfach jemanden aus der Freundesliste und lässt den dann halt für dich kämpfen. Finde ich irgendwie nice. So, die 20 habe ich jetzt natürlich schon geschafft. Zack, zack, ich mache damit nicht viel Damage. Warum auch? Ich habe das ja nicht gelevelt. Das war Dümmchen. Aber wenn ich tatsächlich dann irgendwann nochmal auf den Buddha gehen sollte und dann doch nochmal Bock hätte auf Fighting Styles, ist das natürlich insane, ne? Das muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Das wäre natürlich cool. So, suchen wir natürlich meinen Friendo wieder raus. Ich nehme mir die nächste Attacke. Was ist das? Schwerkraftstock. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht hochgelevelt, oder? Nope, noch gar nicht. Das heißt natürlich, reiner mit dir, Super Friendo. Boom. Ich mache natürlich meine Attacken trotzdem noch zusätzlich, aber der haut immer ab. So. Oh nein! Schnell, ich möchte nicht, dass der so schnell stirbt, aber ich glaube, der muss den Last Hit machen, ne? Das ist natürlich doof. Das ist doof. Das heißt, ich muss die anhitten und hoffen, dass der tatsächlich den letzten Hit macht, damit ich dann die ganzen Attacken, also die ganzen Masteries von dem kriege. Ja, so wie jetzt. Bums. Schon ist der Mastery 69. 125 brauche ich aber dafür. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Oh, komm, Super Friendo. Mach mal. Hier, Gönnung. Gönnungsattacke. Ach, schade. Jetzt ist ein anderer Super Friendo. Sieht der. Seht ihr? Interessant, interessant. Sehr nice. Also die Attacken an sich finde ich auch ziemlich cool. Bin ich ganz early. Wo ist er hin? Da. Der Super Friendo ist schon wieder tot. Der stirbt zu schnell, ne? Boom. Attackier doch nicht immer die Schlimmeren, die Stärkeren. Ach, Mann. Also, das ist vielleicht der Super Friendo, aber nicht der Super, super Schlaue, yo. Beschissener Wortwitz. Er macht ganz nice Attacken. Och, komm. Ach, komm, Super Friendo. Du musst doch nicht immer komplett drauf gehen, oder? Das Coole ist auch, wenn ich den Flamingo habe und ich hole den Super Friendo, dann springt der einfach auf meinen drauf. Fliegt er mit mir durch die Gegend. Es ist insane lustig. So, Attacke. Bam, ich baller den mal eben kurz weg. Jo, kämpfe hier am besten in dem Viertel hier. Hier bin ich nämlich gut dran. Alter, der stirbt halt so schnell, ne? Muss ich den wieder retten und hab's noch nicht mal geschafft. Nervig. So, Liebe. Liebe in den Chat. Liebe, Liebe in den Chat. Der stirbt jetzt. Und yes, nice. Schwerkraftstock auf Level 97, ohne dass ich was dafür getan habe. Muss einfach nur hier rumrennen und ein bisschen leveln. Easy peasy.
So, ich muss den mal eben retten. Super Frindo ist aber schon fast wieder da. Das heißt, ich kann den einfach neu rufen. Zack, dann haut er den wieder aufs Mull. Schön aufs Fressbrett hauen hier, ja? Macht den mal schön fertig, Super Frindo. Bam, 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 bam. Oh, er hat auf den Sack gekriegt. Toll. Toll, Super Frindo. Toll. Du bist ja richtig hilfreich, Mann. Du bist ja richtig hilfreich. Noch keine Attacke. Zack, 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 zack. Schlipp, schlitz, schlitz. Wie viel Damage mache ich eigentlich damit? Ich glaube nicht besonders viel, ne? 73. Ja. Schön. Und mal den Super Frindo. Ursa, Super Frindo, komm her. Attacke. Boop, 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 boop. Machen wir den mal Toad hier. Mach den mal Toad. Yes. Oh nein, das war wieder dumm. Ich muss mich zurückhalten. Ich wäre natürlich jetzt noch ganz nice, wenn ich den irgendwie noch heilen könnte. So. Machen wir mal so. Müssen wir den erstmal weg. Hauen den nochmal ein bisschen down. Super Frindo kann ich schon wieder neu holen, damit er ein bisschen mehr Leben hat. Der läuft halt auch wie so ein Affe einfach auf den los, ne? Der lässt sich halt auch von den flicken. Das ist ja... Das ist ja die wahre Pracht, wie der auf den Sack kriegt hier. Der Super Frindo. Mehr Super Schwindler. Komm. Kann den ja jetzt hier nicht killen. Ja, wenn dann schon, muss das der machen. Jawohl. 110. Nächste Attacke. Rein da. Rein da. Muss das nämlich mal gucken, dass ich jetzt wirklich jedes Schwert irgendwie hochmache. Vielleicht mache ich dann mal ein Video für euch, welches das coolste Schwert ist oder so, was ich besitze. Ich habe nämlich nicht ganz so viele, ehrlich gesagt. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach seltenst auf Schwert gekämpft habe oder mit dem Schwert gekämpft habe. Frindo, komm! Und ich deswegen dann tatsächlich auch nicht dazu gekommen bin, viele zu leveln. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu meinem Challenge-Account, wo ich natürlich deutlich, deutlich mehr mit den verschiedensten Sachen mache. Oh, jetzt hat er den wieder irgendwo hingeschossen. Ne? Das ist echt, der Typ ist unglaublich. Super Frindo. Hier, kill den jetzt schnell. Bam. 122. Das kann ja wohl nicht wahr sein, wie lange du brauchst, um hier irgendwelche zu killen, ey. So. Ach so, ich wollte ja noch sagen, was ich von der Love Fruit halte. Ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich cool. Macht Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß, sie zu nutzen, weil man einfach so unterschiedliche Sachen einfach machen kann. Oh, was war das denn? Ich weiß gar nicht, wer die droppt, ehrlich gesagt. Oh, Super Frindo. Super Frindo, mach mal. Ich hol dich mal nochmal neu. Zack, 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 zack. Yes. Gut gemacht, Super Frindo. Der Pfeil, also der Schuss, der Hardshot ist schon ganz gut. Der macht ordentlich Damage. Damit kann man den Gegner auf Entfernung machen. Ist natürlich ein Sniper-Shot, ne? Das muss man jetzt auch dazu sagen. Wenn man jetzt hier nicht irgendwie ein Target hat, was sich ja halt nicht bewegt, wie so ein normales Ziel hier, dann ist es natürlich deutlich schwieriger zu treffen. Also wenn du jetzt im PvP das nutzen musst, dann musst du wirklich entweder ambushen, dass der Gegner halt noch gar nicht weiß, dass du den killen willst, was natürlich super hinterhältig wäre, oder du musst halt wirklich aimen können, des Todes. Kann ich damit healen? Wäre natürlich super smart, das mal herauszufinden. Super Frindo, wo bist du? Bist du schon wieder tot? Ja, nice. Okay, warte, ich hol den Super Frindo. Lass mal gucken, ob ich den dann vielleicht tatsächlich damit heilen kann. Das wäre ja noch insaner. Dann würde ich nur hier hocken. Ich kann das hier auf jeden Fall halten. Aber es hielt ihn, glaube ich, nicht, ne? Ne, ich hielt ihn nicht. Nur eine Attacke, die ich halten kann für mich selber. So, und die Attacke ist halt nicht so schnell aufgeladen wieder. Das ist nicht so cool. Und der kriegt halt echt... Super Frindo kriegt hart auf den Sack. Der ist nicht besonders tanky. Sagen wir es mal so. 250 muss ich mit dem Beschieselten hier hinkriegen. Das finde ich nicht so nice. Finde ich nicht so nice. Super Frindo, mach mal was. Ja. Schon sagen. Was macht Super Frindo da? Wisst ihr, warum läuft der da hinten hin und attackiert irgendwas? Insane. Der Typ ist ja völlig Brain AFK. So. Super Frindo, du bleibst doch wenigstens in der Nähe, wo ich auch bin. Dann schiebst du nicht ganz so schnell. Du musst nur halt darauf aufpassen, dass ich die Fruchtattacken da nicht so lange mache.
damit ich dann halt auch wirklich den Kill auf Super Friendo kriege. Um dann natürlich meine Mastery hochzuballern. Jetzt ist der Super Friendo schon wieder tot. Ja, kannst du mir nicht erzählen. Kann man den irgendwie tankiger machen? Schreib mir das mal in die Kommentare, bitte. Wäre super nice zu wissen. Aber gerade im Moment ist der ja wirklich ein bisschen arsch. Entschuldige, dass ich das so sagen muss. War jetzt ein bisschen gemein, ne? Entschuldige, Super Friendo. Das war nicht so gemeint. Doch, war's. Du bist schon wieder tot. Kann ja wohl nicht wahr sein. Du bist einer. Du bist mir einer. Hier, Super Friendo, komm ran. Komm ran hier, mach den. Zack, 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 zack. Und bekomm. Ja, wollte schon sagen. 147 habe ich immerhin geschafft heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dann, ja, ciao.